Hallo, ich bin Benny. Wir zeigen euch das Deutsche Technikmuseum. Und jetzt gehen wir rein. Okay, dann lass uns mal hier. Knöpfchen kann man drauf machen, geht's automatisch. An der Kasse kaufen wir die Eintrittskarten. Guten Tag. Ich möchte 8 Karten. 7. 7 Karten, bitte schön. Dankeschön. Was kann man hier denn machen? Also in wenigen Minuten findet eine Vorführung in der Drucktechnik statt. Sie gehen bitte zur Treppe dort um die Ecke, ja. Da ist der Eingang, und zeigen Ihre Karten vor und können danach den Aufzug benutzen. Ich gebe Ihnen mal einen Lageplan mit. Dankeschön. Das ist doch was für uns. Kunstwerkstatt, drucken. Also ja. Gemeindedruckwerkstatt, oder? Drucken können wir ja. Wir haben Glück. Wir dürfen heute in der Druckerei etwas drucken. So, jetzt haben wir unsere Druckform zusammengebaut. Und jetzt druckt ihr eure Kärtchen hier an dieser Boston Tiegel Handpresse. Moment. Und los geht's. Bis es klickt, richtig fest runter. Ja, da jetzt. War das Klick. Ein bisschen. Ist in Ordnung so? Schön? Ja. Sehr schön. Chef. Chef. Er hätte es fast aufgeschrieben. Ich hätte es fast aufgeschrieben. Und das Ganze bitte noch einmal. Ja, super. So, die letzte sieht genauso schön aus wie die erste. Wir nehmen also das Flugzeug, was auf dem Dach ist. Da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Ja, da das weiß wir ich jetzt auch nicht so genau. Ich würde gerne zum Flugzeug auf dem Dach. In der 4. Etage, ja. Der Rosinenbomber, genau. Da kann ich Ihnen dann hier die rote Stele empfehlen. Daran kann man sich orientieren. Ja. Hier unten wäre dann der Fahrstuhl angezeigt. Ansonsten immer an diesen roten Stelen orientieren. Fahrstuhl, Heidi. Ist gut. Also, schönen Dank. Da. Wo geht's lang? Das Museum ist sehr groß. Die roten Schilder zeigen uns den Weg. Ja, du kannst ja da lang gehen. Das ist die Terrasse. Ist das ein Anblick? Ey, coole Bombe. Hier auf dem Dach hängt das Flugzeug. Jetzt gucken wir uns die Schiffe an. Es sind kleine Modelle von großen Schiffen. Bitte. Dann gehen wir zu den Lokomotiven. Das kurze Wort für Lokomotive ist Lok. Lokalzüge. Das ist aber keine leichte Sprache. Nee, finde ich auch nicht. Nicht wirklich. Vielleicht kann es uns ja jemand erklären. Die Mitarbeiter vom Museum haben schwarze Kleidung und ein Namensschild. Die Mitarbeiter können uns helfen, wenn wir eine Frage haben. Es handelt sich hier um eine alte Dampflok von 1883. Und diese Dampflok zieht den hinteren Reisewagen. Ja, hier sehen Sie den Reisewagen, von dem ich Ihnen erzählt habe, der von dieser Dampflok gezogen wird. Da haben wir hier die erste Klasse und da die zweite Klasse. Wenn Sie mal so hinschauen, wo sehen Sie den Unterschied? Na, da sind die reichen Leute und ja. Die zweite Klasse ist die armen Leute drin. Genau. Kann man da rein? Nee, in den darf man leider nicht rein. Da drüben ist eine Elektrolok, in die können Sie sich reinsetzen. Man darf nicht alles anfassen. Aber auf dieser Elektrolok dürfen wir sitzen. Der alte Puffer. Draußen hat das Museum einen großen Park. Wir haben Essen und Trinken mitgebracht. Im Park können wir ein Picknick machen. Und wollen wir jetzt noch ins Spektrum gehen? Oh, nö. Wir haben keine Lust mehr. Ist zu viel gewesen. Ja. Okay.
Aber nächste Woche, sollen wir nächste Woche dann den zweiten? Juhu! Ja. Okay. Dann machen wir das nächste Woche. Da drin ist eine Schmiede. Da können wir mal hingehen.